Ah, erinnert ihr euch noch, wo hier der hässliche Typ saß? Das waren Zeiten, sag ich euch, das waren Zeiten. So, dann gehen wir jetzt einmal runter. Die Frage ist, wohin? Ach so, zu den Ratten. Au. So, ich mag die Pflanzenviecher hier übrigens, weil sie einem geilen Scheiß geben. Hoppla. Nice. Oh, nee, da müssen wir auch gar nicht hier lang, sondern wieder unten rum, da wo El Hydra saß. Ich habe gehört, und das sage ich gerne wieder, weil ich es bestimmt schon mal mehrmals erzählt habe, es soll mehr als eine Hydra in diesem Spiel geben. Ich bin gespannt. Und dadurch, dass wir den Golden Golem Boy getötet haben, kriegen wir wohl auch noch ein Bonusgebiet, so was ich nachgelesen hatte. Ich lese viel zu viel für das Spiel. Aber die Höhle hat mich misstrauisch gemacht, also war es gut, dass ich mich da nochmal erkundigte. So, Havel könnt ihr übrigens mit dem Schlüssel. Könnt ihr Havel auch schon früher klatschen. Nur mal so erwähnt. Aha, abgerollt. So, holen wir uns erstmal hier. Die Jungs, die finde ich immer noch super geil und dann erinnere mich immer noch mega an Adventure Time. Okay, zwei Schläge brauchen die. Ihr könnt übrigens Kristallwaffen fallen lassen, wenn ihr möchtet. Ich wäre nicht sauer. Okay, du möchtest auch keine Kristallwaffe fallen lassen, geiziger Penner. Wie ist denn mit Ihnen, junger Mann? Oh. So. Erstmal hier einen kleinen Aktimel reinpfeifen. Und dann den jungen Mann hier noch holen. Na komm. Alter. Normalerweise hättest du gegen den Baum springen müssen. Scheiße. Wow, knapp. Damit, wäre ich nicht aus. So, oh geil, Loot. Blauer Brocken, naja, akzeptiere ich auch. Ist aber nicht das, was ich wollte. So, hier müssen wir wieder beim Wasser vorsichtig sein, weil in der Mitte dieses hässlich riesige Loch ist. Eigentlich sehr geil, aber ganz ehrlich, hier würde ich mich, glaube ich, nicht rumtreiben, wenn es diesen Ort in echt gäbe. Jedenfalls nicht um diese Uhrzeit. Für mich kann es ruhig hier alles sehr viel heller sein und freundlicher. Ich bin da ja nicht so. Aber die von FromSoft dachte sich, nein, es ist ein Wald, der muss dunkel sein. Komm klar damit, Bitch. Misstrauisch bleiben. Ob einige wohl da nicht rumgegangen sind? Frage ich mich so. So, jetzt muss ich überlegen. Waren hier hinten die Katzen? Oder da lang. Nee, ich weiß das nicht mehr. Wir gehen mal kurz hier luschern.
Oh. Okay, war der. Okay, nee, bei den Katzen waren diese Viecher nicht. Das ist. Nee, das ist auch nur so ein. Okay, hier sind die Bäume. Das ist nicht das, was ich suchte. Dann gehen wir erstmal kurz zurück. Dann machen wir nämlich erstmal die Katzen. Also die wäre ja Katzen, Ratten, was auch immer das waren. Ich denke, es sind Katzen und so. Fertig. Fertig. Ah, ich glaube, da oben ist eine. Ich weiß nicht, ob die respawnen oder nicht. Das werden wir wohl gleich erfahren. Okay, da oben sind zwei Stück. Kriegt man es hin, dass nur eine runterkommt? Nein. Natürlich nicht. Oh. Au, ah, fuck it. Scheiße, sind die nicht cool. Au, nicht geil, Mann. Okay, hier fix was trinken. Zack. Okay, der läuft weg. Nice. Und da haben wir den auch tot. So, zwei Stück weniger. Eine, die scheint nicht zu respawnen. Sage ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ah, okay, das da hinten ist die Brücke zu unserem coolen Hund. Okay, Seele. Nice, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, wahrscheinlich nicht so raufzukommen. Alles klar, dann haben wir den Finsterfurchtsgarten auch soweit durch. Ich denke mal, dass da oben nichts drauf ist. Jedenfalls sehe ich jetzt gerade keinen Weg hier hinzukommen. Ich glaube, es gibt nur ein Item, von dem ich nicht weiß, wie ich an das rankommen sollte. So, eigentlich können wir jetzt nochmal da oben hingucken. Kurz. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber jetzt habe ich das gesagt, jetzt werde ich höchstwahrscheinlich sterben. Kurz hier die Gegend checken.
Okay. Na komm her. Okay, da kommen wir jetzt eine. Okay, gut, aber ich glaube, das hier oben hatten wir schon das Gebiet, weil das führt, glaube ich, auch einfach nur zu Sif, dem coolen Hund, den wir leider töten mussten. Und daher sind wir hier fertig. So, hoppla, und auf geht's. Yeah! Bam, ewig lange Leiter, nimm das. Okay, so, wir können hier einmal gerade rüber. Liegt da vorne was im Wasser? Ach, das ist die von dem Golden Boy. I am Dusk of Ulysseal. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. Okay, erstmal Geste erlernen. Tiefe Verbeugung, sehr nice. Du hast eine Geste erlernt. Was hat dir ein verborgener Körper? Lichtstein? Reparatur? Chamäleon? Walter Zauber des verlorenen Landes, Ulysseal. Verwandelt den Weg in etwas Unauffälliges. Erstmal alles kaufen. From my home I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. The sorceries of Ulysseal differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysseal's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? The sorceries of it is thine. Dost thou, if thou art in need, pray summon me again. I only wish to be of some genuine assistance. May the flames guide thee. Das ist sehr cool. Was ich jetzt machen wollte, war hier kurz meine Seele reinhauen. Wie viel bringt mir das? Nice. So, wir brauchen mehr und ich habe die Seelen gerade abgelegt. Weißt du, jedes Mal, wenn du Seelen brauchst, hast du abgelegt. Das sind bestimmt nur 500, ne? I am Death. It is an I shall. Wir brauchen aber immer noch hierfür welche. Die hat eine sehr schicke Kleidung an. Ich komme gleich wieder, Süße. Ich komme gleich wieder. Ich hole nur mal kurz Seelen. Sehr nice. Sehr nice. Ich habe nicht gedacht, dass wir die da finden. So, was haben wir erfahren? Sie war eingesperrt mit dem Kristallgolem und wir haben sie befreit, weil wir richtig geile Macker sind. Und so das nun mal machen.
So, jetzt lasst mich überlegen. Ich hole kurz Seelen. Das denke ich ist echt am einfachsten. So, sehr schick. Mit der jungen Dame kommen wir auch in ein neues Gebiet. Das war aber, glaube ich, DLC damals. Also, falls es auf der PS3 rauskam. Für den PC gibt es ja das nicht. Da gibt es ja halt nur die Compact Edition mit allem. Kompakt-Paket, Junge. Und genau das habe ich. Das schicke, coole Kompakt-Paket.